Ja, also so zum Beispiel Burberry gibt es extrem viel. Dior, Prada, Tatte. Heute gehen wir shoppen und zwar schauen wir mal, wie die Fake-Industry hier so arbeitet. Korea ist nämlich eines der Länder in Asien, die richtig qualitativen Shit machen. Also nicht, dass ich das feiern würde, aber im Gegensatz zu China ist Südkorea dafür bekannt, so richtige Fakes zu machen, auch die so richtig Luxus-Fakes sind. So zum Beispiel eine 3.000-Euro-Tasche kostet hier 300 Euro. Schauen wir mal, wo wir sowas finden. Die hier ist übrigens echt. Ich wurde letztens drauf angesprochen in Deutschland von 3 Kids. Oh, der hat eine Gucci-Cap. Bestimmt ist die Fake. Spontan-Piercing. Wo würdest du machen? Was? Let's go! Nein! In Seoul gibt es so viel Secondhand und Secondhand hat auch sehr viele Luxussachen. Ich frage mich, woher die sie haben. Wo holt ihr die? Ich will auch dort holen, wo ihr holt. Ich kaufe die und. Nee, aber das sind immer dieselben fast, ne? Ja, also so zum Beispiel Burberry gibt es extrem viel Secondhand. Deswegen ist es auch eines der günstigsten. Und ich weiß auch gar nicht. Ja, die haben irgendwie alle das Gleiche. Aber Fake scheint das nicht zu sein. Aber ich zeig euch mal das Fake. Hazel hat übrigens hier das hier gekauft: Oldschool Dior Rock und eine Oldschool Prada Tasche. Und das für ungefähr 200 Euro. Ja. Geht voll klar. Wir sind hier in Hongdae und hier gibt es schon echt sehr viele Sachen. Ich war gerade in so einem Fake-Laden drin und ja, ich wollte da nicht filmen, weil es wird halt nicht sehr gern gesehen, wenn man so neben filmt. Ja, war schon sehr fake. Echt sehr fake. Also bisher noch nichts Gutes. Ich habe echt nicht so viele Fake-Sachen gefunden. Deswegen gehen wir einfach nur noch einkaufen für Freunde, ein paar Souvenirs und so. Okay Leute, da ich nicht so viel einkaufen war heute und eigentlich auch gar nicht so viel gebloggt habe, weil noch das Video von Hazel ausstand, habe ich einfach beschlossen, mal ein kleines Haul zu machen, ein bisschen materialistisch zu sein, aber ich will hiermit auch gar nicht angeben, denn ich habe gar nicht so viel gekauft, aber hey, ihr wollt alles von meinem Leben erfahren und ich zeige euch gerne was. Sachen machen euch nicht cool, sondern ihr selbst macht euch cool. Nee, sorry, ich meine es aber ernst. Okay, das erste, was ich gekauft habe, es ist nicht das erste, aber das wichtigste, ist dieses Teil hier. Das ist so ein, wie nennt man so was. Auf jeden Fall so ein Etui, was man am Hals tragen kann. Hier kann man seine Fahrkarte reinmachen. Richtig praktisch, um einfach in die U-Bahn zu swipen. So piep, piep. Und damit kann man auch bezahlen. Einfach nur piep, 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 piep. Das zweite habe ich auch gerade an. Da habe ich bei Ada Aero eingekauft. Kleines, kleines, kleines. Wie sage ich? Kleines Guilty Pleasure. Leute, die mich kennen, wissen, ich bin halt ziemlich modisch, sagt man. Aber ich finde die Marke halt voll cool vom Design. Die Webseite sieht halt auch Bombe aus. Und das ist einfach eine südkoreanische Marke. Wo findet man große südkoreanische Marken? Und die wollte ich damit ein bisschen unterstützen. Und ich finde den Style halt mega nice. Ich habe mir auch nochmal eine Sonnenbrille gekauft von der Marke Gentle Monster. Kannte ich davor eigentlich nicht, aber Hazel und ich waren in dem Laden und waren einfach von den Designs fasziniert. Und da ich seit langem keine Sonnenbrille mehr habe, habe ich mir einfach eine gekauft. Und ihr wisst, ich und Hazel, wir teilen uns fast alles. Also eigentlich teile ich mit Hazel eigentlich meine ganze Kleidung. Und da habe ich das erste Mal seit langem eine Sonnenbrille gekauft. Und ich finde die fetzt voll. Also ich habe lange keine Sonnenbrille mehr getragen, aber es ist so sonnig hier. Und in den letzten Tagen habe ich es auch vergessen. Aber hey, Gentle Monster Brille finde ich nice. Was habe ich noch gekauft? Ich habe eigentlich kaum was gekauft. Ah, die Hose. Aber es war ein Notfall. Das Ding hier habe ich schon einen guten Freund geschenkt bekommen. Ihr habt den wahrscheinlich schon gesehen im Vlog, nebenbei auch mein Producer ist. Danke, Alex. Ich bin der Peach. Von ihm habe ich übrigens auch so ein cooles AirPod Case bekommen. So lieb, aber auch so cool. Dann habe ich hier einen Haufen Snacks geholt. Für mich und Freunde. Denn viele von meinen Freunden und Verwandten feiern diese Snacks halt ultra. Ryan! Leute, ich weiß nicht, warum wir den gekauft haben, aber wir fanden den so süß und da wir umziehen und Backdrop von unserem Studio immer gern was sein kann, war der halt sehr bekommen. Findet ihr den nicht voll süß? I love him! Und der hat nur 30 Euro gekostet. Dann auch so Kleinigkeiten von A Peach. Also von Kakao Friends, weil die Kakao Friends, die sind halt besser als die Lion Friends. Kommentiert mal, wen ihr besser findet, Lion Friends oder Kakao Friends.
Ja, und das war's, meine Freunde. Ich habe gar nichts mehr gekauft. Der Rest, den ich gekauft habe, das sind Geschenke für Freunde und Verwandte, die ich jetzt nicht zeigen werde, weil die sollen sich ja überraschen, ne? Ich bin überrascht, dass ich so wenig gekauft habe, was ich halt voll cool finde, weil Materialismus muss nicht sein, aber ein paar Souvenirs, ab und zu sich was gönnen, geht immer. Was meint ihr? Soll ich mir noch was kaufen wollen, BTS oder so, und es euch verlosen? Wenn das Video über 5000 Likes kriegt, dann hole ich was von BTS und verlose es euch. Aber was Originales. Aber dann müsste ich ja noch zu Big Hit oder was von Blackpink. Dann müsste ich ja noch zu YG Entertainment. Das hier ist verfaulter Gin-Kaffee. Hazel wollte die Verpackung behalten und hat einfach vergessen, diese Kaffee auszutrinken. Und der steht hier schon 3 Tage. Kann man auch sauber machen, oder wir kochen uns einfach alles neu. Denn mal dieses Artwork an. Danke an meinen Cutter Duke fürs Schneiden. Du bist meine große Hilfe. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich wäre. Joke, lass es mal bitte raus. Okay. Bye bye. Bis morgen.